Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Dragon Quest Monsters und der dunkle Prinz. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Dragon Quest Monsters. Ja, beim letzten Mal haben wir wieder einen Boss fertig gemacht und heute wollen wir mal wieder an den Wettkämpfen teilnehmen. Ich denke mal, dass wir gute Chancen haben, heute bei dem Wettkampf zu gewinnen. Also unser Team ist ja momentan ein bisschen übermächtig. Also das sollte nun wirklich kein Problem darstellen. Aber bevor wir da hingehen, wir haben noch so ein, zwei Einträge vom letzten Mal und die wollte ich jetzt noch eben schnell vorlesen. Es sind wirklich nicht sonderlich viele, also ist es nicht mal ein Zeitstempel nötig. Hier ist auch direkt der erste, nämlich die Himmelsschlange. Diese goldenen Drachen, die angeblich aus einem weit entfernten Land im Osten stammen, erheben sich für ihr Leben gerne in die Lüfte und schweben dann verträumt über den Wolken. Und hier bei den Akteuren haben wir halt noch den Eintrag vor uns von Darius dem Düsteren. Dieses Monster ist für ein finsteres Ritual verantwortlich, der den gesamten Kreis der Unnachgiebigkeit auf Befehl seines Meisters Barbatos in Dunkelheit hüllt. Früher kämpfte es Seite an Seite mit Knarzifal. Ja, den haben wir ja beim letzten Mal in den Hintergetreten. Ja, und jetzt mache ich mich noch auf dem Weg natürlich zum Kolosseum. So, Leute, da sind wir auch direkt beim Kolosseum. Oh. Now you've signed up as the Manslayer, I see. Would you care to explain that? It's a nickname you've had since you were small, you say. Well, it has a certain something, I'll admit. I'm off to support you from the stands. No catcalls, I promise. There you are, all done. Break a leg out there. And now I proclaim the Endor Tourney open. Ich hab ein mieses Gefühl. Finally, the moment you've been waiting for. The Festival of Fisticuffs, the Party of Pugilism, the Carnival of Combat begins. And without further ado, let me welcome our first fighter, the man who puts the dead into deadpan. Ladies and gentlemen, the silver-haired scrapper, the mighty Manslayer! And who will he face? None other than the formidably focused, hard-hitting Attila the Hunk! It's time for the first match to commence. Let's brawl! Damit habe ich schon gerechnet. Such grace, such poise, such a succession of beatific beatdowns. Can this unflappable scrapper go all the way? Beautifully fought, oh mighty Manslayer. Your martial mastery has moved us. Making his way into the grand finals is the deliciously malicious Manslayer. But who will face him there? Let's find out. Now, if you'd kindly wait while the others duke it out for the other final place. Hearty, es hieß ja, wir können unsere Kräfte nur nicht gegen Monster einsetzen. Huge news, my friend.
prick up your ears and listen to this. Also, das Ergebnis gerade überrascht mich null. Apparently, Tsar Stepan, the ruler of Samoxva, had a dream about the return of the Lord of the Underworld. He told his advisors, and now the whole kingdom is abuzz with rumors. Now that the cat is out of the bag, I'm worried that the human folk might track down the Lord of the Underworld themselves. That would be a total catastrophe. We need to act right now and do something about the pesky populace of Samoxva. Dear me. So he really did it. The poor people of Samoxva, they did nothing to deserve this. When I think of them imprisoned in Diabolic Hall, it's all too much. Ey, bevor ich hier weggehe, will ich aber auch an den normalen Kämpfen nochmal teilnehmen. Nein. Do you want to have a go? Nämlich in Kategorie D. Dafür bin ich nämlich auch hergekommen. Gucken wir einfach mal, wie weit wir beim Kolosseum heute kommen. Entering our Category D tournament is none other than our new crowd favorite. The seductively stylish strategist, the heartbreaking hero, the majestic Mauler. As for unser Team wird das schon rocken. Well, he might have his head in the clouds, but his cunning strategies are rock solid. It's Nimbus. Ich habe vollstes Vertrauen, dass unser Team wahrscheinlich sogar Rang C schaffen könnte. So, dann heißt es mal beten, ne? Naja, was heißt beten? Also, wie gesagt, mir war klar, dass wir hier leichte Karten haben. Ich glaube, ich lasse mich hier mal kurz im Bild. The Majestic Mauler burges through the first round. Ich pack mich, wenn, nach dem letzten Kampf wieder aus dem Bild. Magnificent. But the Majestic Mauler has no time to lick his wounds, because here comes the Matriarch of Monster Town herself, Lickety Lydia! Die flotte Lotte. Oh, die hat einen Golem. Stimmt, die hatten wir, glaube ich, schon mal bekämpft. Beim letzten sind wir dann, glaube ich, verreckt. Aber jetzt sollten wir die eigentlich fertig machen. Unser Team sollte eigentlich leichtes Spiel haben. The Majestic Mauler busts down the door to the Grand Final. Such speed, such grace. We're witnessing the birth of a monster wrangler for the ages here today. And his final opponent is the impassable Iron Wall, the double hard demon. Die mächtige Martha. The mighty Deronica. Ich meine, das Korallenvieh war das Heftige. Let's find out.
Let the third match begin! Let's brawl! Ich ändere aber kurz noch was an der Taktik. Oder auch nicht. Ich wollte machen, dass der nicht mehr die schwächeren Fähigkeiten nutzt. Muss ich nach dem Kampf ändern. Da ist einer schon mal weg. Der Quetsch nutzt der mittlerweile selten. Ja, guck mal, der mächtigste von denen hat nicht mal Schaden gemacht. Ich glaube wirklich daran, dass wir auch C mit Bravour schaffen können. And did I mention amazing? The winner of Category D is the Majestic Mauler. Give it up, folks. Let's have a big round of applause. Bigger. Bigger! There we go! I don't think anyone's ever shot up the ranks as quickly as you. Here you go then. This is your prize. Was bekomme ich? Einen Reichmacher. I can't wait to see you in action again. Good luck out there. I know you can do it, young man. Rang B würde ich mir jetzt nicht so extrem zutrauen, aber Rang C können wir, glaube ich, auch schaffen. Come on. Entering the Category C Mega Brawl is the young man who's got more wins under his belt than you've had hot dinners. His battle prowess is off the charts. Yes, it's the boy who would be King of the Ring. Das heißt, sie gerne König. And fighting him will be none other than Dancing Dolly. Careful or she'll waltz you right into the hospital. Ihr Team passt zu dem, was sie ist. Eine Tänzerin. Ich glaube an unser Team. Ach, ich habe jetzt nichts umgestellt. Dass der Kohlenschleim mehr Quetsch nutzt. Und einer schon mal weg. Und besiegt. Our King in Waiting crushes the first round. A few more fights like that, and he'll have to get himself fitted for a crown. Now, facing him in the second round is Danny Deathmatch. Will his hard-hitting magic spell the end for our hero? Das ist doch kein Magier. Der eine hat ein gewaltiges Schwert. No time to waste. On with the second bout. Let's brawl! Entschuldigung, zwei haben ein gewaltiges Schwert. Den Pseudomacho meine ich und den Kriegskeller. Warum machst du das? Mach doch lieber einen Angriffsboost für alle. Sind aber zwei instant gestorben. What a scorcher! We have our winner! Our would-be king moves one step closer to the throne. He might look stony cool on the outside, but he's a deadly inferno inside.
Like a volcano, he's about to explode! But standing in his way is the apex predator of Category C, Peckish Pete! He'll take a chomp out of any would-be champ. Ich mag den Kampfansager. Uff, ein Troll. Und ja, ich weiß, Reaktion kommt schnell. Ich mache mir wegen den beiden Viechern da tatsächlich Sorgen. Die könnten Power haben. Meine Dummheit ist, ich habe hier keinen Healer mit in dem Trupp so wirklich. Ich fände es ja besser, wenn ihr den Troll zuerst fertig macht. Naja, funktioniert, hat es, aber beim nächsten Mal soll ich einen Healer mit in den Trupp nehmen. Is there no one who can stand in his way? The winner of Category C is the boy who would be King of the Ring. Put those hands together and give him all the applause you've got. Gosh, you really come into your own when you're fighting, don't you? You positively sparkle! Here's your reward for conquering Category C. Danke. Erfahrungsbericht Metall. Looks like you're a big crowd favorite these days. Don't forget though, I was there before any of them. I'm still your first and biggest fan. okay. One, handsome. Die flirtet mit mir. Also Erfahrungsbericht Metall? Dachte mir schon hier hinten. Oh, damit kann ich einen richtig viel Erfahrung gönnen. Da tee ich mir mal auf. Bevor ich da jetzt reingehe, ändere ich mal eben kurz ein bisschen was in meinem Team. So, ich habe jetzt gleich was an meinem Team geändert. Let's go, ab in Kategorie B. Vielleicht schaffen wir das ja auch noch. Unser Team liegt auf jeden Fall momentan gut los. So, welchen Spitznamen hast du diesmal für mich? Sharpening his knife and fork is everyone's favorite, the Supreme Slugger! Superbe Schläger? Letztes Mal war ich noch ein König und jetzt bin ich ein Schläger. Ich habe mal gemacht, dass unser Dino übrigens bevorzugt teilt, wenn irgendeine HP verliert. Ansonsten kämpft er natürlich. Der Schleim ganz rechts macht mir Angst. Das könnte eventuell eine Metallschleimsorte sein. Wenn ja, wäre das nicht so gut. Ein Schattenschleim. Warum greifst du normal an? Ach so, das war der vom gegnerischen Team. Der hat auch einen Sternenschleim. Wie gesagt, er soll bevorzugt heilen. Hä? Oh nee. Das hättest du wesentlich früher mal einsetzen können. Dass er so wenig Power hat. Wir könnten tatsächlich Kategorie B noch schaffen.
Wie einfach ist das Kolosseum denn bitte? Also unser Team ist natürlich mega mächtig mittlerweile, ne? Das muss man auf jeden Fall sagen. Aber es ist trotzdem irgendwo lächerlich, wie leicht wir das Kolosseum gerade auseinandernehmen. Falconius the 15th to the ring. Can our hero weather the onslaught to come? No time to waste. On with the second bout. Let's brawl. Seine Monster sahen auf jeden Fall mächtig aus. Der Albritter und der Waffendämon könnten mächtig sein. Beim Krakenkönig denke ich mal nicht, dass er sonderlich stark ist, aber am allermeisten Sorgen macht mir tatsächlich auf jeden Fall der Waffendämon. Broden finde ich jetzt nicht so geil. Ja, genau aus solchen Gründen machen die mir am meisten Sorgen. Die Mega-Stärkung ist ganz nett. Ich denke mal, mit Brodeln können die mehrmals angreifen. Doch lieber Krack, den kalten Odem sollte ich aus seinem Repertoire rausnehmen nach Möglichkeit. Das hättest du wesentlich früher machen können. Danke, wenigstens einer weg. Dass der noch lebt, ist ein Wunder. Also unser Stern. Ja. Das macht mehr Sinn. Okay, nur noch der Waffendämon. Der mir am meisten Sorgen gemacht hat. Auch berechtigt. Das war eng. Also Rang A traue ich mir nicht mehr zu. Aber Rang B können wir halt nach wie vor wirklich schaffen. It's the last course, where he'll face the winged wild man, Big Bjorn! Ja, so sieht er auch aus. Die Monster in der Mitte sind, meine ich, mega stark. An die erinnere ich mich, die konnten, glaube ich, richtig gut was in den vorherigen Spielen. There's only one way to find out. Let's brawl! Nee, der hat jetzt nicht wirklich Beugen genutzt. Ja, auf beiden Seiten ist gerade einer down gegangen. Die sind nicht intelligent genug, um ein Beugen herumzuschlagen. Sei lieber gerade gnadenlos. Ah, okay, Beugen ist weg. Die beiden, die ich am schlimmsten hier sind, auch weg. Könntet ihr euch bitte um den ganz links kümmern?
Wenn er nochmal Beugen macht, habe ich ein Problem. Ja, das haben wir geschafft, Rang B. Also Kategorie B. And the winner of the Category B Mega Brawl in stunning style is the Supreme Slugger. What a way to finish with my favorite dessert, Creme Brulee. Oh, geile Schlagsahne. Was denn, Leute? Ich mag Schlagsahne. Oh my, I'm all hot under the collar. Here's your prize for winning Category B. Ich erwarte was Geiles. Ein Plünderer-Abzeichen? Next comes Category A. I've got no doubts you'll rise to the occasion the way you're going. Da wäre ich mir jetzt nicht so sicher. Plünderer-Abzeichen. Da. Klingt nicht so verkehrt. Können wir ihm ruhig geben. Den Effekt Plünderer finde ich sehr nett. Ja gut, ne? Beim nächsten Mal ziehen wir dann los und halten die Menschentruppe auf, die Welt zu retten. In dem Spiel sind wir halt der Böse, so gesehen. Ebenfalls, wenn es euch gefallen hat, Leute, Abo und ein Like da lassen beim heutigen Part. Und wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Ciao, Leute. Bis dann.